So, wo kommt er jetzt eigentlich hin mit dem Roaster? Oh, ups. Jetzt hast du den Zufall genommen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich gehe gleich wieder raus. Sorry, das war ein Fehler. Aber ich habe nicht Great Saiyaman gesehen in der Auswahl. Ich glaube, man musste wen auswählen und dann alter dieses Kostüm oder so. Ja, das bei so einem Erdenturnier wäre schon ein witziger Kampf. Ja, ich musste die Lache machen. Aber okay. Turnier haben wir. Great Saiyaman haben wir. Ab geht's zu Mr. Satans Legende. Die Legende des Mr. Satan. Erreiche im Kampf die Klasse von Satan. Das ist quasi wie eine Fortsetzung des Story Mode mit alternativem Ende, kann man sagen. So. Wir machen natürlich erstmal auf Anfänger. Ich glaube, wir können auch am Anfang noch auf Anfänger. Satando. Satando to wa kibishii yō ni hage ni akuraki chōsen no kurikaisu to tayumaru doryoku kara umareru kyōjin na nikutai to senshin yoku o mini yadashi jinsei o omoshiro okashiku ichijau toyu tetsugaku de aru. Ich weiß nicht, ob das nur der Schwierigkeitsgrad ist oder auch die Länge. Also, ob wenn man jetzt auf Anfänger spielt, man hat dann nur ein paar Kämpfe weniger und so. Juch, der Bass. Alter, dieser Bass. ようなチキューの運命を左右するセルゲームが始まろうとしています。だがしかし時間だ。ドイツからでもいい。さっさと出ろ。明日、ほらからやらしてもらう。その場に立つのは何やら訳のわからない連中のみ。大丈夫なんでしょうか。チキューの運命はどうなってしまうのか。待て。 あれは。ついに、ついに現れました。地球で一番頼りになる男、格闘技世界チャンピオン、ミスターサダンがやってきました。レスタケ。 Ja, man sieht die Furcht. Ja, ohne groß irgendwie, ne? Direkt in den Kampf. Ich kenne das Moveset. Also das ist von jemand anderem. Ich weiß noch nicht von wem gerade. Oh, er kann sich doch transformieren! Oh, ich habe nichts gesagt! Mr. Satan ist der stärkste Bruder!
手にならんわ。So, Yamchu ist schon mal geschnetzeltes. Hm, er war schwächer als ich dachte. Hey! Oh. Er sagt sogar. Also, er war schwächer als ich dachte. Hey, verdammt nochmal! Jetzt? Wirklich? Er war schwächer als ich dachte. Hey, ihr Glatzköpfe, ich nehme es mit euch beiden auf. Wow, der hat drei Augen. Was der wohl für eine Brille hat? Nächster Kampf. Kämpfe gegen Tenshinhan und Krillin. Oder deine Gesundheit erholt sich nicht. Oh, wow. Ja, den Schlag habe ich gerechnet. Okay, das war Tenshinhan. Jetzt warte ich noch, bis sein Gedanke kommt. Zu schwach, bestimmt bist du auch ein Schwächling. Ich habe genug Gesundheit zum Herausfordern. Eigentlich bin ich ziemlich müde. Hätte ich bloß nicht gesagt, ich nehme es mit euch beiden auf. Nächster Kampf, kämpfe gegen Krillin, ohne dich zu erholen. Schaffst du das? Das werden wir sehen. Krillin hätten wir auch geschafft. Hey du, mit der Rüstung schummelst du aber. Wird gegen mich sowieso nichts nützen. Oho, eine harte Rüstung. Betrüger. Nächster Kampf. C16 ist nicht einfach zu treffen. Gib ihm keine Chance. Juckt die Musik. Hey.
Okay. Das ging ja noch. Okay, jetzt wird's schwierig. Denn... Puh! Du bist der Nächste? Ich nehme Rücksicht, du bist ja nur ein Kind. Dann los! Aua, oh nein, der Miske hat meine Arme und Beine verletzt. Nächster Kampf, deine Hände und Beine sind verletzt. Verwende Ki zum Angreifen. Alter. Warte, was? Aber... Oh, man kann ja trotzdem noch. Verstehe ich nicht. Muss er dann Ki verwenden oder warum steht das da? Da kriegt man dann extra Punkte. Ich glaube, man kriegt dann einfach extra Punkte. Ich dachte schon, man muss Ki benutzen. Okay, jetzt gibt's wahrscheinlich nicht so viele Punkte, oder? Doch. Keine Ahnung. Nanda sono mitsuki wa? Monka aru ka? Shikamo sono kimyō na kamigata wa nanda? Ii kagen ni shiru. Tsuyogatte mite mono no kyū ni hara ga itaku natte kichatta. Koko wa gaman da. Was guckst du so? Was ist denn das für eine Frisur? Soll das cool sein? Oh, ich hab geblufft. Jetzt tut mein Magen weh. Nur nicht schlapp machen. Nächster Kampf. Besiege Vegeta im Zeitlimit, um rechtzeitig zum Bad zu kommen. Als ob er dann einfach so mitten bei den Cell Games aufs Klo geht. Oh, das war die erste Steinangriff, den ich abgekommen hab. In diesem Mode. Lief jetzt nicht so gut. Du siehst blass aus, alles okay? Ich nehme keine Rücksicht, man wird nicht so einfach Champion. Du siehst aus wie Oberteufel Piccolo. Oha, das gibt Ärger. Oberteufel Piccolo? Kämpfe trotz Schwert zusammen mit dem Ki. Na gut, das sollte jetzt auch nicht so das Dramatische sein. Ja,
Ja. Okay, jetzt kommen wir gleich gegen Cell Junior. Ignoriert einfach, was unten rechts steht. Das ist ein Kollege von mir. Bin ihn losgeworden. Was? Wer bist du? Ihr wollt was von mir, was? Dann los! Das sind echte Monster, haben nicht mal einen Kratzer abgekriegt. Nächster Kampf, 5 Cell Juniors. Konzentrier dich und mach sie alle. Okay, das ist immer so ein bisschen Gambling gegen Gruppenkämpfe. Okay, die greifen ja mal gar nicht an. The fuck? Oh, vergiss es. Ich hätte nichts sagen sollen. Shit! Ey, was? Die sind zu winzig! Ey, really? Die sind halt echt zu klein. Wow, voll die Fresse. Ey, als ob, die sind zu winzig. Ich treff die nicht. Ich muss mit Kicks. Ich muss mit Kicks. Weil sonst sind sie zu klein. I ain't even lying. Ey, really? Ich kann doch nicht hier schon ablosen. Ey, nein. Fuck. Ah! Okay. Verkackt. Scheiße. Und ich glaube, es gibt kein Continue. Ja, Game Over. Okay. Das war jetzt überraschend. Komm. Alles oder nix. Ich will mal sehen, wie hart fortgeschritten ist. Ich will es mal sehen. Das kennen wir ja schon. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie hart das ist. Na, theoretisch, wenn ich es auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad mache, dann brauche ich es auf dem niedrigsten nicht zu machen. Diesmal kämpfen wir auch vorsichtiger. Ja, und Schuh war ja mal leicht. Okay, das kennen wir mittlerweile schon.